Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Rise. Also die Köpfe habe ich jetzt alle gesammelt. Habe ja schon ins MSI-System gepackt. Aber jetzt wollte ich in dieser Folge mal das noch schnell upgraden. Dazu mache ich jetzt überall hier den Block raus, wenn ich es hinbekomme. Ja, hat anscheinend funktioniert. Recht gut. Hä? Scheiße. Genau das habe ich mir fast schon gedacht, als ich das letzte Mal da oben aufgerissen habe. Jetzt werden da bestimmt die Blazes durchfliegen können. Genauso ist er auch gekommen. Okay, jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich alles wegbekomme. Dann, wie mache ich das jetzt? Jetzt sind da schon wieder welche da. Mache einfach mal das aus. Jetzt habe ich alles einsammeln können. Aber ich muss jetzt trotzdem den auch noch wegmachen und dann hier den Spike drauf. Die lege ich jetzt am besten gleich nebeneinander. Da bin ich anscheinend irgendwann mal gestorben. Sag bloß noch, das geht jetzt genau auf. Cool. Habe jetzt nicht mitgerechnet. Da war ja sogar einiges drin. Da habe ich eine Stahlrüstung. Dann mache ich jetzt hier in die Mitte die Truhe. Da das hin und stelle ein in diese Richtung Ausgang. Wenn ich jetzt hergehe und das wieder einschalte und bei mir den Magneten rausnehmen, sollte es dann alles mit der Zeit hier einsortiert werden. Warten wir einfach mal ein paar Sekunden. Naja, das landet jetzt alles hier drunter, weil das da die Half-Slabs sind. Da muss ich eigentlich zumachen, damit die nur noch direkt in den Hopper reingesaugt werden. Und hier auch noch. Na, hier muss ich offen lassen, oder? Damit es dann so runtergesaugt wird. Und hier muss ich auch noch zumachen, damit es so eine Art Kanal ergibt, innen drin hinter den Spikes, der zur Truhe hinführt. Okay. Dann gehen wir jetzt mal kurz zurück, weil dann brauche ich noch einen Dimensional Anchor am besten. Ich drücke immer wieder den falschen und dann nehmen wir jetzt einfach den hier. Weil den brauchen wir eh nicht momentan. Dann geht's wieder dahin. Da muss ich mir noch was einfallen lassen für die Teleportation, weil das ist etwas nervig mit dem Minecraft Standard Netator Portal. Ah, ja. Das ergibt Sinn. Dass ich mich jetzt da nicht hin teleportieren kann, weil das unten drunter ist. Also neu, wo ich jetzt gerade stehe und nenne es Mob Farm. Setze jetzt den hin. Das dürfte auf jeden Fall reichen. Dann machen wir mal das weg. Einen Block zumindest, damit ich da nicht aus Versehen mal durchlaufe. Obwohl interessant wäre, wo ich dann rauskommen würde. Ja. Das lasse ich dann einfach mal ein paar Stunden, Tage laufen. Und dann sehe ich ja, ob auch Köpfe mit droppen. Was normalerweise der Fall sein sollte, weil ich die Diamant habe. Und die lassen normal alles droppen. Auch Köpfe und alle anderen Sachen, die man braucht für sowas.
Bis auf das und den kann alles weg. Wieso hat's denn die jetzt nicht runter in die Taskleiste? Taskleiste. In die Leiste. Ich hab's doch mit Shift-Click runter, eigentlich. Okay. Gut. Das war's dann wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.